So, lieber Gio, ich freue mich ganz herzlich, dass ich endlich mal dir gegenüber sitzen darf und mit dir ein Gespräch mit verschiedenen Fragen über Schwingung, Energie führen zu dürfen. Ich danke dir auch für die Zeit, die du uns jetzt zur Verfügung stellst. Also seit Jahren lese ich ja deine Berichte über die Bovis-Einheiten. Hier taucht schon die erste Frage auf. Was sind Bovis-Einheiten? Oh, Bovis-Einheiten, das war ganz einfach erklärt, ein französischer Physiker, der hat gemerkt, der hieß Alfred Bovis, ganz klar. Und der hat festgestellt, heute würden wir sagen, der hat das gechannelt, ne? Also hat er auf seine innere Stimme, auf sein höheres Selbst gehört. Und dann wurde ihm mitgeteilt, dass er es eben fertig bringt, mit Hilfe von damals dem Bovis-Meter, das war einfach eine Tabelle, die er gestaltet hat, nach gewissen Kriterien. Und mit einem Pendel hat er dann diese Sachen ausgependelt, sodass er festgestellt hat, dass man das, was man nicht sieht, ne, dass man das auch messen kann im energetischen Bereich. Das heißt, klar ausgedrückt, wie wir heutzutage sagen, im feinstofflichen Bereich. Diese Dinge kann man auch messen. Und heute kann man eins dazu sagen, heute sind wir sogar imstande, nicht mit moderner Technik, na, da gibt es noch viel, viel mehr Möglichkeiten, nur die werden nicht für spirituelle Arbeit genutzt, leider, sondern mit unseren sozusagen primitiven Mitteln bringen wir es fertig, jeden Gedanken, den jemand produziert, können wir messen in Schwingung. Also das heißt, Technik wäre vorhanden, man könnte das technisch messen, aber weil wir auf dem spirituellen Weg sind, wird das natürlich abgeblockt und wir sind gezwungen, das mechanisch quasi vorzunehmen. Ja, mechanisch nicht, im Gegenteil. Die anderen tun das mechanisch. Ja? Wir tun das auf geistiger, energetischer Basis. Das Mechanische, das ist ein Teil. Es gibt auch sogenannte Bovis-Meter, die mal erfunden wurden. Ich weiß den Namen jetzt nicht mehr von dem Mann, der das gemacht hat damals. Und diese Apparaturen sind verfeinert worden, komplett erneuert worden, in digitale Monster, sage ich mal, gebracht worden, wo man selbstverständlich auch solche Sachen messen kann. Aber die sind nicht für unsere Energiemittel möglich, die sind sowas von teuer. Ich habe mich mal informiert, dass ein normaler Bovis-Meter im normalen Bereich kostet ungefähr um die 30.000 Euro. Also das sind Dimensionen, wo wir nicht mithalten können von der flüssigen Energie her, die man Geld nennt. Ja, ich verstehe. Also, aber für mich stellt sich hier schon die Frage, kommt nachher nicht dein Denken rein, wenn du diese Messungen machst, das Ego und gibt doch die Gefahr ist da, dass das Ego Verfälschungen macht. Ja, da war schon am Anfang dieses Problem. Dann geht man einfach hin, man lässt es nachpendeln, diese Werte. Also ich bin meistens der Erste, der den Wert erpendelt, sage ich mal, das Newton und so weiter. Ich kann jetzt nicht in die Details alles eingehen, wie das bewerkstelligt wird, denn diese Dinge lernen wir ja nicht nur uns, sondern wir lernen sie auch anderen Menschen, wie das funktioniert und wie das geht. Dann machen wir das entweder über Skype oder Ulrike ist da vorbildlich, wie sie das macht, dass wir anderen das beibringen können. Ja? Das ist der eine Teil. So, wenn ich jetzt messe, dann messe ich einen Wert. Man nennt das auch Newton, dass man eine Zahl hoch und runter geht, bis ein Ja oder ein Nein kommt. Und nicht wie viele denken, oh, der bewegt den Pendel, so ist es gar nicht. Denn diese Werte können von jedermann kontrolliert werden, der pendelt. Ja?
Und wir haben dann die Ulrike, die mir hilft dabei. Sie pendelt dann die Werte nach. Oder wir haben den Markus, einen lieben Freund in Wien, der dann auch diese Werte kontrolliert. Und so kann man immer feststellen, wir haben eine ganz leichte Abweichung, was normal ist. Ne? Aber jetzt von Ego bezogen, das kann man auch ausschalten, dass das Ego eine Rolle spielt. Also wie einen Schalter umlegen und dann sagst du Ego weg, ich mache jetzt das. Oder? Ja, ich mache es nicht, das macht die göttliche Führung. Ja gut, aber bei deinen Messungen, wenn ich die Tabelle anschaue, da hast du gelb und grün und hast etwas von Dimmung noch geschrieben dazu. Ja, das sind die Sonnenwerte aktuell. Dass die Sonne überhaupt eine Rolle spielt, ist im Moment sehr wichtig geworden. Weil die geistige Welt, ich bin da ganz stark verbunden mit Joshua. Und Joshua gibt mir dann immer diese Inputs, dass ich weiß, was jetzt wieder fällig ist und auf was ich aufpassen soll, wie ich was gestalten soll und so weiter. Das mache ich nicht von meinem eigenen Verstand her, woher sollte ich auch diese Dinge wissen, sondern das mache ich einfach, weil Joshua mir den Input gibt, ich soll das tun. Und genauso war es bei den Sonnen-Dimm-Werten-Messungen, dass Joshua mir gesagt hat, ab heute wird die geistige Welt die Sonne dimmen. Hört sich immer so ganz schlimm an, wenn man das hört. Also Sonne dimmen heißt ganz einfach, ich will auch jetzt da nicht unbedingt in die Tiefe gehen. Sonne dimmen heißt nicht, dass die Sonne sich jetzt buchstäblich verdunkelt. Dafür tun wir Menschen schon genug durch unseren Schmutz, den wir in die Atmosphäre treiben. Aber auch die Natur macht das. Wenn ein Vulkan zum Beispiel ausbricht, diese Vulkanasche, die bewegt sich bis in die oberste Stratosphäre und verdunkelt selbstverständlich die Kraft der Sonne. Hier geht es auch nicht um die buchstäbliche Sonnenkraft, hier geht es um die Dimmung von der geistigen Welt, das heißt die Lebenskraft, die die Sonne enthält, um unser Leben zu erhalten. Die wird gedimmt. Da kann man jetzt näher drauf eingehen, aber das will ich ganz bewusst heute nicht tun, weil ich die Zeit nicht dafür habe. Aber wenn wir in Basel sind, auf unserem Kongress, werde ich auch auf dieses Thema näher eingehen. Ja, jetzt komme ich schnell nochmals zurück auf die Bovis-Werte, die Menge, die Quantität, ja, ohne Qualität. Die ist ja heute unglaublich hoch, die hat sich von gestern auf heute, glaube ich, um 40.000 Einheiten wieder erhöht. Und für mich, das ist ja eine Art, eine göttliche Energie, oder wie soll man das nennen? Die, ja. Und jetzt für mich, dieser Riesensprung, den wir machen seit 2012, geht das ja immer explosionsartig nach oben. Und warum hat sich die Welt in dieser Zeit jetzt nicht so massiv verbessert? Es sollte doch alles heute picobello sein. Alles ist im göttlichen Bereich, also wenn ich diese Zahlen anschaue, oder ist das nicht so selbstverständlich? Auf diese Frage versuche ich jetzt mal dir einige Antworten zu geben. Klar war die Erwartungshaltung 2012 enorm groß. Jeder hat gedacht, da müsste ein Knöpfchen gedrückt werden und dann wäre die Welt verbessert oder verändert. Dem war aber nicht so und ist auch heute nicht so. Wenn ich von Levels rede oder von Messungen, wie hoch unser Level ist, wenn ich davon rede, dass dann und dann das und das anfängt, dann ruft das immer wieder Erwartungshaltungen hervor. Nur die kann man nicht so in ein paar Minuten beantworten. Und genau aus dem Grunde haben wir uns vorgenommen, das in diesem Kongress zu machen, den du organisiert hast. Und ich danke dir herzlich, dass du mich da eingeladen hast oder mit uns zusammen das
bewerkstelligen willst, wo wir nämlich eine große Masse Leute aufklären dürfen und ihnen behilflich sein dürfen in dieser Zeit, die wir ja die Endzeit von diesem System nennen oder von dem alten System. Denn das goldene Zeitalter hat an sich schon angefangen. Ne? Es ist ganz einfach, was du vorhin betitelt hast, dass diese Schwingung zu uns kommt, will ich ganz kurz noch erwähnen. Das ist ganz einfach vom göttlichen Standpunkt her zu verstehen. Diese göttliche Kraft, diese Liebeswelle, die zu uns kommt, die ist die Präsenz oder wie man früher gesagt hat, Parousia, ne, von Jesus, ist es auf dieser Erde, wo wir jetzt hier leben. Und diese Erklärung dazu, wieso das so ist, warum das so ist, das werde ich selbstverständlich mit Joshua zusammen auf diesem Kongress machen dürfen. Und da freue ich mich darüber, dass die Menschen aufgeklärt werden. Sehr schön. Liebe Gio, ich danke dir und ich freue mich ganz extrem, dass wir in Basel die neuesten Erkenntnisse aus deinem Mund durch Joshua hören dürfen. Vielen herzlichen Dank. Ich danke dir auch. Ich möchte dazu nur noch eins erwähnen, was wunderbar ist. Das ist das Maria, wie wir ja sagen, also Ulrike auch, Raphael kennen wird. Ne? Und das ist wunderbar, gerade in Bezug auf das, was Raphael ist, ja unser Himmelsdoktor sozusagen, was der uns alles erzählen wird, warum und wieso wir heutzutage über Ernährung nachdenken müssen, was Ernährung an uns, in unserem Körper anrichtet und so weiter. Da freue ich persönlich mich drauf, auch andere zu hören, wie jetzt nur Joshua. Aber Joshua wird auch das begleiten in der Form, dass wir auch da diese Klarheit bekommen werden, die wir sonst nie haben. Und darauf freue ich mich auch ganz besonders. Doch, ich danke dir. Ich danke dir. Vielen herzlichen Dank.